Hallo, grüßt euch. Ich bin hier an meinem neuen Arbeitsplatz. Und falls mich jemand noch nicht kennt, mein Name ist Steffi Strassner. Ich bin unabhängige Sensi-Beraterin und ich werde euch heute zeigen, wie man eine Duftblume verschönern kann. Und zwar braucht ihr Folgendes: natürlich eine Duftblume. Dann braucht ihr Filzstifte. Und wenn ihr es ganz besonders hübsch machen wollt, dann gibt es solche Verpackungsbänder, ja. Und die kann man nämlich da noch drumherum machen. Das zeige ich euch aber alles, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Und ja, dann legen wir los. Ach so, doppelseitiges Klebeband, das liegt hier nebendran. Das klebt wie Wutz. Von daher, bitte, ich greife es jetzt erstmal nicht an. Ja. Gut, wir starten, indem wir die Sensiblume auspacken. Und die gibt es in verschiedenen Duftrichtungen und mit verschiedenen Blütenformen, also zwei verschiedene Blütenformen. Und ich muss natürlich gucken, dass ihr was seht. Und schaut mal. Das ist die eine Blütenform. Und die andere Blütenform poste ich euch nachher noch in das Video unten rein in die Kommentare. Meine Duftrichtung heute ist Blue Grotto. Und genau so sieht das aus. Und das ist praktisch das Öl, in dem dann die Duftblume gesteckt wird. Aber die malen wir uns noch an. Und wie dann das Ergebnis später aussehen wird, das zeigen wir. Ich euch dann. Hallo Nicole, grüß dich. Freut mich, dass du zuschaust. Ich verschönere heute unsere Duftblume, ne? So, jetzt habe ich mir da alles perfekt hingelegt. Schaut mal. Hier hinten, wenn ihr das öffnet, habt ihr dann auch nochmal Informationen von Sensi zu den Inhaltsstoffen und zur Benutzung. Ja, wir möchten das aber, warum rede ich eigentlich immer mit wir? Na, egal. Wir möchten das aber gerne entfernen, weil sonst haben wir später das blaue Durchscheinen und das möchte ich nicht. Ich möchte es einfach ganz schlicht haben. Deshalb ziehe ich das hier ab. Das geht im Übrigen ganz einfach. So. Dann, um das Band da drauf zu kleben, kommt jetzt unser doppelseitiges Klebeband zum Einsatz, was ich mir schon auf die Länge vorgeschnitten habe. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe es nicht in die Breite geschnitten. Das mache ich aber jetzt gleich. Ich klebe das hier gerade drauf. Und schneide mir das dann ein bisschen zurecht. So. Ich hoffe, dass ich mit meinen Fingernägeln dann das Klebeband abkriege. Ich habe es natürlich jetzt so geschickt draufgeklebt, dass ich auch noch beide Seiten schneiden muss. So. Ja. Und ihr seht, Klebeband hat den Vorteil, dass es klebt. So. Und jetzt kommt die andere Seite noch dran. Höchste Konzentrationsstufe. Ja. Aber der Effekt davon ist richtig edel. Und ihr könnt dann sehen, wie hübsch das aussieht. So. Wenn ihr sowas macht, ne, alle unsere Duftblumen haben ja auch Umtauschgarantie, ja. Aber wenn ihr solche Blumenblüten bemalt, sind die dann vom Umtausch ausgeschlossen. Das ist natürlich klar. Das muss man halt auch dazu sagen. Und jetzt versuche ich natürlich, dieses eine Klebeband da abzubekommen. Aber es funktioniert prima. So, hoppala. Dann guckt bitte, dass es noch zugeschraubt ist, weil sonst läuft euch die Soße über die Finger, wenn ihr das macht. Hoppala. So. Das ist halt der Vorführeffekt beim Live. Schaut, dass ihr es relativ gerade drauf bekommt. Und
Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Idee, wenn ihr das verschenken möchtet. Dann könnt ihr das natürlich auch so euren Beschenkten sozusagen präsentieren. Und schaut mal, wie edel das jetzt aussieht, ja. Ich habe jetzt natürlich hier hinten einen Versatz. Ich habe nicht 100% gut gearbeitet, aber ihr seht, was ich damit meine. So, und jetzt geht es darum, dass man diese Blütenblätter anmalt. Und zwar ist dann der Effekt so, dass diese Blütenblätter hier am Rand mit Farbe, mit Filzstift bemalt werden. Und dann saugt sich diese Blüte mit diesem Öl voll, mit dem Duftöl. Und die Farbe wandert langsam nach unten. Das heißt, ihr werdet im Laufe der Zeit diese Duftblume ganz bunt erleben. Am Anfang ein bisschen weniger und dann halt immer mehr. So, und dann würde ich sagen, wir starten. Und ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, welche Farben ich nehmen sollte. Welche Farben wünscht ihr euch denn? Wenn ihr Farbwünsche habt, sagt es mir doch schnell, tippt es schnell ein und dann kann ich mich danach richten. So, ich warte mal einen kurzen Moment, ob was kommt von euch. Ich finde ja Blau schön, gebe ich ja zu, aber zu Blau, Blau und Rot, Blau-Orange, das wäre vielleicht eine Kombi, oder? Sollen wir Blau und Orange nehmen? Ihr könnt natürlich auch viel, noch viel mehr Farben nehmen. Aber ich nehme heute mal, ach wisst ihr was, ich mag es bunt. Lila, Schätzelein, ich habe kein Lila. Gucke mal, Lila, ich habe nur Blau, Orange, Gelb, Rot, Rosa. Was sind das? Das ist so Brombeerfarben, aber kein Lila. Ha? Ja, nee. Pink und Blau. Pink und Blau? Pink und Blau. Pink und Blau. Okay, dann nehmen wir Pink und Blau. Perfekt. So. Und dann fange ich an, die einzelnen Blätter, ich muss mal gucken, wo die dicke Seite ist vom Stift, zu bemalen. So. Brombeer ist auch gut. Ja, ja, ich hätte nicht fragen sollen. Ne? Wir machen das Ding jetzt blau und rosa. Nicole, du kriegst die nächste angemalt. Du kannst dir selber eine anmalen. So. Und ich mach volle Konzentration wieder. Ich bin wieder. So. Und ihr müsst die da oben wirklich nur so ein bisschen anmalen. Ja? Ihr braucht da gar nicht viel Farbe für. Und dann nehme ich mal das zweite Blatt. Und so geht das jetzt immer weiter. Im Übrigen ist das meine erste Duftblume, die ich anmale, ne? Aber ich muss sagen, das geht ganz gut. So. Ich mache das jetzt nur mal kurz, damit ihr das dann auch sehen könnt, wie das dann mit den beiden Farben aussieht. So. Im Übrigen sind die Blätter aus Solarholz. Und diese Blütenblätter werden alle handgebunden. So, und da ich ja so ein Blindfisch bin, ne, habe ich immer Probleme, eure Nachrichten zu lesen. Ich muss dann immer ganz nah rangehen. Gebe ich ja zu. Aber das kennt ihr ja von mir. Ich bräuchte so ein mega Laptop, was man da hin... Oh, Laptop. So ein mega großes ja, Handy. Ich habe nur einen 10er Äpfel. Ein Äpfle. Und da ist mir die Schrift, wenn ich ehrlich bin, viel zu klein. So. Ich
mal auch ein bisschen den Rand oben mit an. Das sieht ein bisschen schöner aus. So, schau. Schaut mal. Guck mal, das ist mir doch ganz gut gelungen hier. Und ich werde das jetzt weitermalen und werde das dann hineinstellen in unsere, in unseren Behälter. Im Übrigen schraubt man den hier mit Deckel ab. Dann hat man hier noch so ein Teil, was man rausnimmt und schraubt dann das Silberne oben drauf. Und so steckt dann auch diese Blume da drin. Wie gesagt, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich die Duftblume entwickelt. Und wenn ihr auch so eine tolle Duftblume haben wollt, dann schreibt mich doch einfach mal an. Wie gesagt, es gibt die in verschiedenen Duftrichtungen, ja. Und Blue Grotto zum Beispiel, den ich hier präsentiere, den Duft, der ist ein sehr frischer Duft und den stellt man sich gerne ins Bad. Da stehen die Dinger ja auch meistens, ne, so im Gäste-WC oder so. Und von daher wünsche ich euch heute noch einen guten Tag. Ich mal jetzt fertig. Danke, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich entwickeln wird, die schöne Blume. Ciao, macht's gut!